Und ich meine, der Kanzlerin muss man wirklich mal heimleuchten, dass sie es gewagt hat. Ja, es ist, ich bin wirklich in vielen Punkten ein Anhänger dieser Kanzlerin gewesen, weil ich sie für eine nüchterne, vor allem was ich sehr positiv fand, steht übrigens auch bei Ihnen, ja, für eine sehr uneitle Person gehalten habe. Das gilt alles. Aber sie ist erstens keine Führungsfigur und zweitens, was sie uns in dem Fall Sarrazin geboten hat, ist unter aller Sau. Wer sie auf den Gedanken gebracht hat, einerseits ohne das Buch gelesen zu haben, ja, ist zu verurteilen, zweitens im gleichen Atemzug die Bundesbank aufzufordern, die damit nämlich auch beschädigt worden ist, sie müssten den rausschmeißen, um dann ein paar Tage drauf in aller Offenheit zu sagen, die Bundesbank habe in voller Souveränität und Unabhängigkeit entschieden. Das ist doch eine Verhöhnung der Bundesbank von uns allen auch. Und jetzt hat sie einem mittelmäßigen und, wie ich finde, durchaus problematischen Karikaturisten eine Lobesrede gehalten, während sie einem verdienten alten Staatsdiener und erfolgreichen Politiker wie den Sarrazin sozusagen auch die Ehre abgeschnitten hat. Dieser Widerspruch innerhalb von wenigen Tagen, das nehme ich übel, denn das zeigt, dass im Grunde genommen eine völlige charakterlose Beliebigkeit da eine Rolle spielt. Das geht nicht, das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Aufgefordert. Und jetzt ist ja noch viel schlimmer. Es ist ja noch viel schlimmer. Also, der Bundespräsident. Ich bin von Anfang an der Meinung gewesen, dass es richtig wäre, diesmal einen Mann aus den Parteien zu nehmen. Natürlich. Denn wenn wir noch mal einen Bundespräsidenten aus der freien Bewegung nehmen, der Bürger, die ja dann auch ihre Meinung ändern, was wir ja gut finden, aber eben in dem Amt nicht gut ist. Also ich war der Meinung, es muss einer aus den Parteien sein. Aber dass ihr zweimal jetzt, sowohl bei dem Oberbürgermeister von Duisburg, wie auch in dem viel heikleren Fall Sarrazin, vorverurteilt hat, ist doch unerhört. Er ist ein Staatsnotar, er muss eine Entscheidung treffen. Wenn er weiter so macht, ist er auch ruiniert, bevor seine Amtszeit überhaupt das richtig angefangen hat. Diese Sendung ist furchtbar. Rede um Gegenrede, Herr Söder, sehen Sie sich aufgefordert? Da kann er gar nicht dagegen sagen, das ist unbeschreibbar. Sehen Sie sich aufgefordert?